Sonst. Hat halt Pech, wenn nicht. Also, feststeht, wir brauchen auf jeden Fall 5. Ich glaube, vorher tut sich da nichts. Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Weil, dass man hier selbst mit 37 schon rein kann, das ist eigentlich klar. Das haben wir schon öfters gezeigt hier. Das ist nicht das Problem, denke ich. Ja, sehe ich auch so. Das sollte nicht das Problem sein. Und Hier ist wer in der Nähe. Der droppt ja auch noch gerade. also ich weiß, wie du darauf gekommen bist. Das ist nicht das Thema, aber wie bist du noch einen höher gekommen? Er macht sich auf den Weg. Du warst eben noch einen höher, oder? Ich? Nee. Nee? Da kommt man auch, glaube ich, nicht hoch. Sah so aus. Ja, das war vielleicht mein Begleiter. Der steht da irgendwie lustigerweise ab und zu mal oben. Cheetah. Ohne Spaß. Der Typ ist Level 39 hier. Und? Vielleicht können wir den noch rekrutieren oder so. Wir sehen nicht mal seinen Namen. Ach da. Hier. Da draußen wieder los. Ja. Ja, ich habe das Fenster hier offen. Muss. Und muss sein, wegen der Hitze einfach, ja. Es ist Sommer, hab Ansonsten Verständnis. Ansonsten hab ich's immer zu, genau. Ja, für den Zuschauer nochmal die Erklärung halt, ne? Auch wegen dem Roller vorhin. What the fuck? Ja. So, möchte der mitmachen? Ich lade den einfach mal ein hier, bleib stehen. So. Lol. Der wir in der Gruppe haben, ist 42. Und? Just saying. Ja, der macht mit. Oh, cool. So, und jetzt? Und jetzt kommen wir ja wahrscheinlich... Nicht rein. Nicht rein. Wie muss man das dann anmelden, bitte? Kann man das... Kann jemand das anmelden, zufällig unter K? Throne of Idris? Nö, leider nicht. Nee. Wie soll man das denn sonst anmelden? Was ist denn das für eine Scheiße hier? Mann! Ja, das finde ich Nur der auch ein Anführer komisch. Der Gruppe darf eine Instanzwartenschlange starten. Wo? Wie? Wo steht das? Ja, keine Ahnung. Warum weißt du das dann? Fragen? Die Leute? Vielleicht wissen die Bescheid? Meinst du so richtig noobig, how to start? Throne of Idris? Ja. Ja. Das muss ich jetzt natürlich machen. Ja, du bist Gruppenleiter, ne? Ja. Ich mach das. Das ist ja auch kein Problem, meine Güte. Nee, das finde ich auch. Was haben wir denn jetzt überhaupt alles dabei? Haben wir jetzt zwei Tanks zufällig? Ja, wir haben einen Healer. Oh. Also. Ein Healer, ein Damage. Was sind denn die Leute überhaupt alles? Das möchte ich jetzt mal sehen. Wir haben eine Zweihand. Oh, ich sehe es. I don't think it's broken like Mad Dragon. Ja, das ist keine Antwort auf meine Frage hier. Er meint wahrscheinlich, dass die... also zum Starten... Nein. Nein. Er hat, Nein, das würde ich nicht. Der hat vorhin schon gesagt, dass es ähnlich ist wie eine andere Quest. Aber das ist ja keine Antwort auf meine Frage. Wahrscheinlich kaputt. Au. Ja, muss ja irgendwie. Ja, das wäre ja ganz schön scheiße, wenn, ne? Ja. Das Spiel möchte nicht, dass wir in dieser Folge schon krassen Content zeigen. Everwinter möchte heute nicht cool sein. Was ist da los? Kim Jong uncool. Ja. Ich bin Garen. Bevor wir hier auf jeden Fall rumdörpen, würde ich sagen, lege ich hier einen kleinen Cut ein. Und wir sind dann wieder für euch da, wenn wir wissen, wie es jetzt weitergeht. Okay. Das klingt für mich nach einem Plan. Ja. Ne? Okay. Okay. Dann bis sofort. So, Ladies and Gentlemen, wir sind wieder zurück. Mit einem Batzen voller News für euch. Ja,
keinen Phone guten. Of Idris wird es nicht geben. Zumindest nicht in dieser Aufnahme. Ist anscheinend wirklich broken, wie schon mehrmals gesagt wurde im Chat. Und ja, wir haben auch, was ein bisschen schade ist, wollte ich noch da hinzufügen, weil wir haben einige Anfragen für die Gruppe, also wir wären mehr als 5, aber leider geht das nicht. Mhm. Ja, also der Thron von Idris müssen wir ein andermal hinzufügen, wenn er wieder heile ist. Wenn der Thron heile ist, verstehst du? Mhm. Ist noch zerstört, deswegen geht's nicht. Nee, Spaß. Man kommt leider nicht rein. Den Fehler weiß auch keiner genau, ob wir jetzt wirklich 38 sein müssen dafür oder ob es einfach halt nicht lädt, wenn eine Gruppe davor steht. Was ich eher denke. Was ist das Zweite? Ja, ne? War bis jetzt immer so hier. Wäre nicht der erste Dungeon, in dem wir unter Level joinen. So. Das heißt, ihr seht ja schon links in der Gruppe, die werde ich jetzt erstmal kicken, die haben wir eben dazugeholt. Um das Ganze zu testen. Leider ohne Erfolg, wie gesagt. Meine Gruppe, so. Tut mir leid, Leute, aber ich muss auch mal kicken. Kick-off. Kick-off, ja. Und ja, was hat man gesagt? Das Protector's Enclave, ne? Jetzt mal zurück. Mhm. Genau. Denn was anderes bleibt uns leider nicht übrig. Weil viel mehr ist hier auch nicht mehr in der Gegend. Nö, ja, hier sind wir so ziemlich durch. Deswegen. Das heißt, wir sind quasi angewiesen auf diese. Das wäre jetzt. Ah! Lol. Lappen. Ich sag mal so, das werde ich das erste Mal, dass er einen Abgang macht, ne? In die Tiefe. Er ist schon mal verreckt in einer der ersten Folgen. Ich wollte gucken, ob man da runterfallen kann. Ja, ja, wolltest du da auch. Nur mal gucken. Ja. Genau. Und dann war er weg. Dennis? So, ja, Protector's Enclave. Ob wir unseren alten haudigen Feldwebel Nox mal wieder treffen. Ja, also das holen wir auf jeden Fall nach. Plot-Twist. Er steckt dahinter. Dass es nicht funktioniert. Richtig. Wir müssen erstmal dahin tuckern wieder. Freak! Was? Kritik hat Freak eingestellt? Was? Kappa. Uncool. Richtig uncool. Ich gehe gerade noch ein paar Sachen verkaufen. Nee. Straight. Marsch. Marshall? Ja. Martial Arts? Ja, mit Marshmallows. Mhm. Jetzt? Jetzt. Okay. Randy Mama. Marsh. Randy Marsh, verstehst du? Marsh Simpson, ja. Amon am Marsch. Ihr seid falsch. Ja, hab ich auch gar keinen mehr. Was, der ist müde? Ja, dann geh doch pennen. Ja, Tucker, das ist natürlich jetzt unspektakulär, ne? Tut uns auch leid, aber es leider nicht. Geht leider nicht anders. Können wir nichts für. Könnt ihr hier Cryptic reporten. Reported. Deported. Ist deported nicht das Gegenteil von reported? Nein. Nein. Nein? Klingt so danach. Enclave. Enclave. Enclave, ja guck mal, Never the Friedhof, da will ich gar nicht mehr hin, wird aber immer noch angezeigt. Ja, ich will auch nicht hin. Dann lass uns die Quest einfach aufgeben, die wir da haben. Ja. Die ist, ich weiß nicht, wir sind, ja, wir haben zwar XP, aber wir sind sowieso viel zu hoch, als dass uns auch irgendwas bringen würde, denke ich mal. Crypt of Vigilance. Nee, weg damit. Ich will damit nichts zu tun haben. Schlechte Erinnerung an die Zone, ne? Ja.
So, wie heißen die eigentlich? Never Death. Der Kult in der Krise. Mhm. Genau. Aufgeben. Was hat das Kultusministerium damit zu tun? Kann abgeschlossen werden, also ich weiß nicht. Wie viel es gibt. Belohnung? Warte, ich hab's jetzt abgebrochen. Oh, 254 EP, bitch please. Abgebrochen. So. Ich geh zu unserem Haudegen. Mach ich auch mal. Fetchable will Nox berichten, natürlich. Jetzt lese ich's. Hui, der hat wieder was. Haunting. Wow. Jetzt haben wir wieder zurückgeschickt von ihm. Das ist nicht wahr. Entweder können wir da nochmal das annehmen oder wir können auch noch woanders hingehen. Ich glaube, das macht mehr Sinn, dass wir woanders hingehen. Das ist eine Atemberaubung. Ich habe das einen jetzt nicht angenommen. Ich will da nicht nochmal zurück. Unterwölfen? Ja, ich habe nur Unterwölfen angenommen. Ein Mitglied der Abgeschworenen des Grauwolfstammes hat euch um Hilfe gebeten. Neverwinter Champions League. Ich habe beides angenommen. Warum? Jetzt muss ich lesen. Warum? Unterwölfen, okay. Und der Fluch von Eben Downs, ne, war das? Ja. Ich meine, wir gehen doch da so oder so nur nochmal zurück, um in die Instanz zu machen. Also möchtest du auch nicht? Nö. Nö, die Quest. Nur zum Abschließen, ne? Müssen wir dahin. Nur zum Abschließen. Na, dann kommt wieder wahrscheinlich irgendeine Folgequest oder so, bestimmt. Kann sein, aber bis dahin sind wir doch wieder zu hoch. Mit Sicherheit. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte den Spaß ja schon, dass ich Quests nachmachen musste, um ein gewisses Level zu erreichen, um weitermachen zu können. Also ich bin eigentlich dagegen, was nicht zu machen. Und wegen der Erfahrung halt, aber wenn wir das alle machen, dann ist das eigentlich kein Problem. Nur wenn es einer macht, wird es zum Problem. Und das sollte nicht nochmal passieren. Versteht er? Mhm. Also was sagt Dennis dazu? Ich bin ja immer für alles machen, auch wenn es länger dauert. Außer jetzt PvP, das nur nicht. Nee, das sowieso nicht. Das kommt später vielleicht mal. Wenn wir das Hauptspiel sozusagen so gut wie durch haben. Dann haben wir uns drei gegenseitig auf die Fresse. Ja, sicher. Zeit für ein Duell. Ja, aber bis dahin dauert's noch, ne? So, der Flug von ihm dauert. Ich lasse es einfach mal offen. Wir machen jetzt eh was anderes. Ja. Interaktion folgt. Das Leben kannst du ja auch nochmal annehmen, für den Fall. Ja, hab ich. Ja, und der Combat League. Danke, ich brauche kein PvP. Nee, vorerst mache ich. Da kann ich gut drauf verzichten. So. Ryan Stormseeker da hinten. Okay. Beten, er ist in 7 Minuten. Ich mach schon mal wieder einen Abgang. Ich werde das Gebiet. Ja, machen wir. Ja, der schwarze Jaguar. Nee, man kann hier nicht abkürzen, was ist das denn? Ah, ne, nicht Even Downs, Velosk. Dann lädt's erstmal nicht. Na, du stehst auch noch davor. So, Velosk, da oben. Wir kommen langsam richtig rum, wa? Ja. Ja, wieder der obligatorische coole Ladebildschirm. Ja. Aber richtig, Extended Edition. Ja. Extended. Oben rechts wird auch angezeigt, wird geladen, ne? Damit auch jeder mitkriegt, was gerade vor sich geht. Velosk wird geladen, bin drinnen. Ja. Ja, Dito. Oh, gucke mal. Guck mal, ein neues Gebiet. Guck mal nach da oben. Oh, Mond. Oh. Oh. Nee, das meintest du wahrscheinlich nicht. Doge. Wolf, nicht Doge. Werewolf. Werewolf? Werewolf. What the fuck, Wolf? So, ihr Lappen. Vielleicht ist es auch ein Christian. Ja, Christian Wolf. Verstehst du? So,
Der dunkle Jäger. Oh, altes Erbe. Da hinten ist noch was. Und der dunkle Jäger. Da hinten ist ein Wilderwatt. Ach, das ist ein Händler.